Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, Feins Grillen Barbecue. Wir wissen, Jules-Steak ist wie Fingerdick, aber kann ein gutes Steak auch ein Fingerdick sein? Das ist die Frage und den kriegen wir heute raus. Viel Spaß dabei. Also, ich habe mich mal jetzt bedient bei meinen lieben Freunden, bei den Beef Bandits, bei einem schönen Steak. Und zwar habe ich mir sowas hier besorgt, ein T-Bone Steak von Sashi Beef. Ist 500 Gramm schwer, liegt bei 49,90 €. Kann man erstmal rückwärts umfallen und sagt 49,90 € für ein Steak. Naja, mir würden noch ein paar teure Steaks einfallen, aber das ist natürlich schon die Obo-Spitzenklasse. Sashi ist ein finnischer Rinderzüchter und Zerleger, die 2019 ausgezeichnet wurden mit dem World Steak Award und die besten Steaks der Welt herstellen. Das ist so. Und du hast da Kilopreise von oftmals deutlich über 100 Euro. Wir haben so knapp 100 Euro Kilopreis von den Dingern. Das ist nichts für jeden. Und auch deshalb machen wir das so und wird das auch so gemacht, dass die Dinger jetzt nicht 4 cm dick sind, weil dann hast du plötzlich ein 200-Euro-Steak dabei. Ich finde, 49 € für ein Steak ist schon mal eine ordentliche Ansage und auch nichts für jeden. Und man neigt auch zu, so dicke Steaks notfalls auch mal zu versemmeln. Wenn man so ein dünnes Steak hat, also A, spart man Geld, man kann sich mal an Fleischsorten rantasten und B, hat man den Vorteil, gerade so eine edlen Waren werden ja immer tiefgefroren geliefert. Die kriegst du in kaltem Wasser super schnell aufgetaut. Also nimmst du kaltes Wasser, also das sollte auf keinen Fall mehr als handwarm sein. Und dann tiefgefrorenes Steak für 20 Minuten ins kalte Wasser legt, dann holst du es raus und hast es fertig. Das ist schön. Und man kann sowas machen, um einen schönen Anteil von Kruste zu Fleisch zu haben. Sonst hast du bloß ein großes Stück Fleisch und ein bisschen Kruste. Gerade wenn du Krustenfan bist, kannst du auch dünnere Steaks durchaus mal grillen. Und dazu braucht man einen Steak. Nachher ein bisschen Pyramidensalz, ein bisschen Öl, eine Grillzange. Und wie immer, wenn wir grillen, Schaufelmesser und ein Brett. Und erstmal, was wir machen, ist, dass wir mal ordentlich die Platte hier einfetten, wo wir unser Fleisch drauf machen. Ihr könnt es selber auf dem Grill machen, aber ich finde, aus einer Grillplatte wird die Kruste, gerade so bei dünnen Stücken, einfach vollflächiger. Wenn ihr ein Gasgrill habt, dann könnt ihr auch eine Plansche runterpacken oder ihr flippt ganz schnell. Aber bei so einem dicken Steak, wie gesagt, das kann man länger und entspannter grillen. Und bei so einem kurzen ist wirklich hot and fast. Und ihr seht, wir haben Flamme, wir haben Rauch. Das ist hot and fast. So, kurzer Tipp, gerade wenn du mit Feuerplatten grillst, ist es innen mal ein bisschen heißer als außen. Und dann mache ich es so, dass das Filet hier drüben, dieser kleinere Teil, der ist natürlich viel empfindlicher als das Roastbeef, dass das auf die kältere Zone kommt. Also wir das praktisch so hinpacken, immer andrücken, so, dann immer richtig Kruste ziehen lassen. Dabei ruhig noch mal ein bisschen Fett angeben. Geil! So, bei den dünnen Steaks ist ganz cool. Da siehst du, wie jetzt hier oben so ein bisschen der Fleischsaft rausdrückt. Das passiert, weil sich unten die Muskelfasern zusammenziehen. Der Fleischsaft wird langsam warm und wird dann so ein bisschen nach oben gedrückt. Also nicht, wie manche sagen, dass er von der Hitze flieht. Der Quatsch, der hat ja keine Angst, der hat keine Gefühle. Aber das ist jetzt der Moment, um das Steak immer umzudrehen. Jetzt hier festdrücken. Es haben sich wunderschöne Krusten gebildet. Du kriegst so als dünnes Steak super schnell gegrillt. Und du musst auch gar nicht groß dann irgendwas mehr nachmessen, sondern wenn die außen hübsch sind, wenn die außen kross sind, sind die eben top. Und immer wenn du sie aus dem Wasser rausholst, haben die so ungefähr eine Temperatur von 7 Grad. Also lass die auch nicht über Nacht irgendwie auftauen oder so ein Quatsch, dass irgendwie bloß alle möglichen Bakterien, Fliegen, Pilze, alles mögliche drüber, sondern nimm sie mit der Packung, also so wie sie einvakuumiert kommen, tu sie in kaltes Wasser, lass sie da 20 Minuten drin, in kaltes Wasser, also nicht in warmes, weil sonst holst du draußen, vielleicht ist Fuchse grau, sondern immer in kaltes Wasser legen. Da hast du so geile Stücken. Ich freue mich. War mega. So muss das aussehen, so ein Stück Fleisch, ne? Herrlich. Und dann sieht man auch wieder, warum Feuerplatte, Feuerplatte heißt, weil die Feuer macht. Geil. So, wenn man so ein schönes Steak so vor sich hat, dann einfach mal in Ruhe lassen. 2-3 Minuten bei der Dicke, weil sie sind außen heiß und innen noch relativ kalt. Dann zieht es noch einmal nach. Der Grabhof wird gleichmäßiger. Und das ist wirklich echt der härteste Moment, hier neben so einem geilen Stück Fleisch zu sitzen und zu warten. Ich glaube, schlimmer habt nur noch ihr das, weil ihr nur gucken könnt. Ach nee, ihr könntet ja auch bestellen. Gott, das ist kurz vor der Werbeveranstaltung. Vielleicht ein bisschen. Vielen Dank für euer Verständnis. So, fangen wir an. Lösen wir hier das Filet entlang des Körpers aus. Und das ist sowas Schönes, wenn du es ein bisschen flacher hast, dann musst du nicht an so einem Hochkantstück rumschnibbeln, sondern kannst, wie so bei klassischen Schneidereien, wir schneiden einfach mal das Filet an, packen das übereinander und ich würde sagen, das sieht gut aus. Und dasselbe machen wir mal mit dem Roastbeef hier an dem Teil, oh hier am Knochen hoch, hier scharfe Messerspitze, immer um den Knochen rum, unten auslösen, na,
Und auch hier klassisch Mittelschnitt. Da übereinander. Sieht an. Mega gut, oder? Mit Wurmel fangen wir an mit dem Roastbeef. Oh, dann fällt das Messer durch. Dann heben wir uns das Filet für nachher auf. Und dann macht die Tranche auch ja nicht so klein. Weil ich ein bisschen Hunger habe, die schon vom Grillen. Ein bisschen Pyramidensalz können wir jetzt rüberstreuen oder auch einditschen. Oder weil ich kenne mich ja, der klassische Einditscher, ein bisschen Salz dazu. Und so ein Sashi, muss man sagen, da kann man mal den Griff einfach weglassen. Da tut es ein bisschen Salz vollkommen. Unfassbar saftig. Und das ist auch der Unterschied zwischen einem Steak aus dem Discounter. Ne? Das sieht auf den ersten Blick genauso an, aber das hat diese unfassbare Sukkulenz, diese Saftigkeit hier. Siehst du das? Was da rauskommt. Also macht das bitte nicht zu Hause, weil so ein Mund, aber das ist im Prinzip das, was bei euch im Mund passiert. Das ist diese Sukkulenz und diesen tiefen Rindfleischgeschmack, den haben die nicht. Weil Finnland, da haben die Tiere Gras, da haben die Tiere Kräuter, da haben die Tiere Zeit, mit top gereift und guckt euch das mal an, wir haben ein geiles Verhältnis von Kruste zu Fleisch und ich finde beim Steak muss auch Kruste dabei sein und wenn man es dann ein bisschen dünner hat, ist es zugegebenermaßen nicht so cool anzuschauen wie so ein Dicket. Dafür wird aber das Portemonnaie, super lecker, dafür wird aber das Portemonnaie geschont an der Stelle, also muss kein 200 Euro ausgeben und man hat diesen Krustengeschmack einfach noch viel mehr drin. Also habt keine Angst davor, dünne Steaks zu machen, wenn die Qualität stimmt, also auch wenn die japanischen Steaks manchmal dünner geschnitten sind oder fangt an den rumzuflamen, sondern die macht ja tatsächlich auch durchaus Sinn in dieser Carpaccio-Dicke zu grillen und auf einer Feuerplatte habt ihr gesehen, auch total easy auf einer Plancha. Kriegt da hin, auf alle Fälle richtig Feuers anjagen, die Dinger nur zack, zack, zack. Also das Grillen hat nicht viel länger gedauert, als das, was ihr gerade im Video gesehen habt. Und mich würde freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, dann gibt es wieder Fleisch, Feuer, Flamme und was Leckeres zum Essen. Und vielleicht den oder anderen Tipp zum Grillen. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut. Frau, du bist jetzt langsam knurrig, weil du bist so still, du hast Hunger wie Sau, wa? Ja. Du magst ja Rindfleisch gerne, ne? Ja, sehr gerne. Ich reiche mal so ein kleines Stückchen hinter der Kamera. Einfach mal kurz einditschen. Und dann kannst du mal ganz kurz irgendwie ein Geräusch von ihm. Sehr lecker. Sehr lecker, oder? Ja. Richtig, richtig gut. Mhm. Also, von daher bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Mhm. Mhm. Und von dem ganzen leckeren Schmaus. Ja, ich wollte schon Tschüss sagen, aber guck mal hier. Das ist eine Minute später. Das ist so geil. Die Mitarbeiter haben mir den Knochen abgenagt. Wie hungrige Piranhas sind sie drüber hergefallen. Und was soll ich sagen, ich kann das verstehen. Der Papa hat sich wieder die leckeren Mittelstücken rausgeholt und alle anderen haben wieder durften wie am Knochen lagen. Ja, und es war wirklich so. War wirklich so, ja? Ja. Also hier herrscht ein Terrorregime bei mir im Büro. Hätte ich gesagt, nee, im Büro? Ja, bei mir im Büro. Bei mir im Büro. Also bevor ich mir noch auf um Kopf und Kragen rede, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.